Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Die Sonne strahlt und wir haben Material mitgenommen. Genau, wir haben natürlich wieder mehr mitgenommen, als wir eigentlich wollten. Aber ich zeig euch das mal eben. Ihr könnt das sehen. Das Moped ist voll, ne? Ihr könnt die Kisten auch übereinander stellen. Aber dann haben wir, glaube ich, schon mal gezählt. Also das ist richtig genial. Also man kann hier wirklich maximal jetzt ausnutzen. Könnt ihr euch an die erste Folge erinnern? Ja, da ging überhaupt nichts. Da haben wir gerade mal zwei Teile drauf gekriegt. So, und jetzt dann mache ich mal. Soll ich machen? Oder? Ja, ne? So. Ich sehe es hier einmal drin, ne? Ja. Ja, mach mal wieder zu. Wenn sie schon fragen. Genau. So, dann machen wir mal eben hier den Kran. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Herr Hoxton dieses Stück Rohr da auch rauskriegt. Machen Sie mal keine Sorgen, ob ich ein Rohr rauskriege. Immer diese. Nee, Sie haben damit angefangen, ob ich das Nein, Rohr das rauskriege. Das war doppeldeutig, was Sie gemeint haben. Naja, Sie natürlich. Ne? Ich habe gesagt, ob Sie das Rohr von dem Wagen kriegen. Ja. Da machen Sie mal keine Gedanken. Das schaffe ich schon. Oder auch nicht. Nein. Ganz hoch und dann oben einknicken. Ja, genau. Ah, der Finch hat gelernt. Ich bin auch hier der Kraneberger. Ja, er ist der Kranman. Ja, der Kraneberger. Das Vader mit Kraneberger. Kraneberger. Ich glaube, ich muss das andersrum drehen, ne? Jo. Hab ich mir gedacht. Sind Sie Mr. Darth Vader? Vader? Weißt du? Ja, genau. Ich bin euer Vater. Oh Gott! Hi, Papa! Hi, Dad! So, langsam. Einziehen ein bisschen. Stückchen runter, dann einziehen noch ein bisschen. Runter. Stückchen einziehen. Ach, das war aber geschimmelt. Geschimmelt? Schimmelt? Wir müssen den markierten Bereich räumen. Ach so, ja. Oh, yo. Macht es Katsching hier. Oh, Scheiße, ich muss den Kran einsetzen. Moment. Ja, ich mach ja schon. Ist ja gut. Machen Sie. Ich muss hier aus dem Bereich raus. Ja, dann macht's Katsching. Katsching macht's das. Nimmt die was nicht oder so? Hä? Nimmt die der Chefin hier? Ich weiß nicht, die hat glaube ich irgendwie, hat die auch an der Marille genuckelt oder was? So. Katsching! So. Verfüllen? Und du? Na geil. Ja, danke. Bereich mit Erde verfüllen. Ja, ist ja kein Problem. Ja, das ist kein Problem. Holen wir mal eine Raupe und schieben dann alle darin. Genau. So sieht das Ding aus. Hier. Ach, das soll da rein? Ja, klar. Ja, das, was hier oben drum liegt und was ist der Sandhaufen da? Wo kommt der denn her? Wo? Der Sandhaufen da. Ja, das freut mich auch gerade. Das ist nämlich die Erde, die da verfüllt werden soll. Genau, der muss da rein. Bagger. Ja, wir sind Bagger. Oder ein Radlader. Nee, mit dem Radlader. Ich würde das mit dem Bagger machen. Ein Bagger? Aber trotzdem würde ich das rundherum erstmal reinschieben. Ja, genau. Ich auch. Aber da sind wir ziemlich weit. Ne? Da müssen wir das ja alles auslagern. Heide, nein. Und das hat sich da daher. Lass das doch hier hinliefern. Also ich würde auch erstmal, wie der Finchi schon dachte, erstmal das erstmal reinschieben. Ja, kann ich ja. Ach so, meinen Sie das? Ja, würde ich auch erstmal machen. Die Hügel erstmal da rein. Aber dann vorsichtig da rein. Rein. Ich könnte ja schon mal das Material hier abstellen. Ja, warten Sie noch. Wir wissen nicht, wie groß das wird. Herr Finch, Sie könnten dann einmal mit einer Schnellreise mit Ihrer Planierraupe hier rüberkommen. Jo. Wie soll er denn mit der Raupe jetzt hier rüberfahren? Ja, siehst du schon, mit der Schnellreise. Schnellreise. Soll ich jetzt einen Raupenbagger holen? Nein, warten wir noch, ne? Wir warten noch. Okay. Weil ansonsten könnte er ja von da, wenn er jetzt das weg hier reingeschoben hat, wenn das geht.
Ja. Könnte er ja von hier hinten anfangen, den Haufen dahin zu schieben. Verstehen Sie? Ja, aber ich weiß nicht, ob das passt. Na, wir sehen das gleich. Ja. Vielleicht reicht das ja. Da kommt er. Ist er schon da? Oh. Und doch versuchen wir, ob das geht. Ja. Vielleicht geht das ja gar nicht. Und dann stehen wir da. Ja, nicht so tief, nicht so tief, nicht so tief. Bisschen höher. Ja, und jetzt komm mal ran. Nee. Nee, das funktioniert nicht. Du musst echt Sand kaufen. Erde kaufen. Ja, die liegt doch hier. Ja. Die musst du mit dem Bagger um LKW verfüllen und dann da rein. Schwarz. Nee, das geht. Geht doch. Ja, jo, alles klar. Dann machen wir das erstmal. Hat er aber den Mund? Was? Barry? Wer hat was? Meinen Sie mich? Erdal? Der da! Wieso soll er was im Mund haben? Er hat es so angehört. Wer? Wer? Also, ja, still. Ja, und Gast. Jawoll, so sieht das aus hier. Ja, super. Also gut gemacht, 4%. 8%. Weiter. Noch ein Stück. Jo. Und zurück. Ja, das sieht ja schon mal gut aus. Ja. Außer, dass diese 8% wieder weggegangen sind. Ja, die waren gerade weg. Ich glaube eher, wir müssen da wirklich die Erde reinschieben. Weiter. Yo. Kannst du vorne noch mal ein bisschen? Wo? Da, ja. Ja, 20%. Aber 50 kriegen wir hier nicht. Ich glaube, dass er von hier gleich, wenn er die Haufen hier weg hat, hier. Dass er von hinten. Dass er dann von hier rangeht und dann erstmal alles da reinschiebt. Das können wir versuchen, wenn er es schafft. So weit wie geht, ja, natürlich, das wird auch klar. So, warte mal. So, alles klar. So, jetzt nehmen wir hier den großen Haufen da. Fahren wir da rum. Und dann gucken wir, ob wir den großen Haufen da so ein bisschen hier rüber geschoben kriegen. Weil das sieht ja schon ziemlich glatt aus hier, die ganze Sache. Das könnte klappen. Ich bin gespannt. Ich auch. Also die Richtung, die sie müssen, ist so. Ja, genau. Jetzt einmal drehen, einmal direkt auf den Kopf drehen. Ja. Wunderbar. Ein Stück zurück. Und jetzt in meine Richtung ausrichten. Jetzt oder ein bisschen, genau. Mich mittig nehmen. Das macht das schon. Bin gespannt, ob das klappt. Und ab geht die Post. Ab geht die Wolka. Ja. Schon ein bisschen viel, ne? Mhm. Aber es wird. So, nochmal zurück, Pidgey. Genau, jetzt nimmst du den anderen Haufen da. Wow. Genau. Und den schiebst du halt auch ein bisschen vor dir her. Aber ich glaube, wir müssen Bagger haben. So. Aber vielleicht klappt das ja. Ja, zurück. Ich glaube, der macht das nur platt, ne? Ja, ich weiß noch nicht. Mach mal die das Schiebeding ganz nach unten. Oh, wie der auch mal heißt. Schieb, 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 schieb,
Schieb! Schieb! Ja, mit Eimer schafft er. Aber er kommt immer näher. Ja. Und wieder zurück. Ja, wieder ein Stück zurück. Aber ich glaube, mit dem Bagger wären wir schon fertig. Nee, 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 jetzt vertue ich mal nicht. Entschuldigung, dass wir ihn im Vorgarten pinkeln. Da ist zu tief, zu tief. Ja, weiter. Weiter, weiter. Ja, weiter. Weiter, weiter. Schieb mal weiter einfach. Ja, weiter. Weiter, weiter, weiter. Stop. Gut, gut. 32%. Zurück. Zurück. Er ist fast reingefallen. Er hat ja hinten auch noch was liegen auf der anderen Seite. Macht das Schild wieder gerade? Moment, ja. Ja. Bisschen anheben, das Schild. Anheben. Ja, weiter. Wieder ein bisschen anheben. Jawohl. Gut. Ah, zurück, zurück. Und sofort ansetzen. Genau. Schild runter. Dann. Stopp. Wunderbar. Schild anheben. Wunderbar. 43%. Jetzt werden viele zu Hause wieder sitzen und sagen, boah, was sind die doof. Aber wir sind gerne doof. Ja, weiter, weiter. Ja, weiter. Wunderbar. Weiter, weiter, weiter. Und stopp. Stopp. Wunderbar. Hälfte haben wir. Das ist korrekt. Wir eigentlich schaffen. Das ist korrekt. Spart uns natürlich auch wieder Geld, ne? Auf jeden Fall. Ja, sehr gut, sehr gut. Weiter. Jawohl, weiter, weiter. Wunderbar. Zieh, Junge, zieh. Gut. Sehr schön, 67%. Jo. Oh, man sieht auch richtig, wie das schon sich verfüllt hier alles. Ja, absolut. Außer hier auf der Seite nicht. Aber das ändert sich ja gleich. Ja. Wunderbar, weiter, weiter. Immer ziehen, ziehen, ziehen. Hervorragend, gut. Sehr schön. Nimmst du den anderen Haufen jetzt? Das sieht doch gut aus. Da müsst ihr aber von hier kommen. Das sieht gut aus, Leute. Ja, bleibt dabei, auf jeden Fall. Da haben wir hier noch so einen kleinen Hügel hier, aber das ist ja nicht schlimm. Von hier so in diese Richtung, würde ich sagen. Ja, so schräg, ne? So schräg. Jawohl, wunderbar. Schon interessant, ne? Wie er da so eine Burg baut und die dann weiterschiebt. Aber ich glaube, da kommt er an seine Grenzen, oder? Mhm. Come on, Baby. Zurück. Da kommt er jetzt noch viel nach. Das ist doch noch, oder?
Was meinst du? Ja, das sieht gut aus. Warum stehen sie so dicht vor mir? Was soll das? Ich in Sicherheit bringen will vor der ganzen... Jawohl! Gott, Gott, wunderbar. 90%, Leute. 90%. Das sieht 92. Gut. Wolltest du mal schieben da oder was? Ja, ne? Ja. Ja, klar. Nimm doch nochmal von der Bahn. Nimm doch mal von der Bahn. Ja, hier ist ja auch noch so ein Knüppelhubbel. Ja, ja, ach, das brauchen wir gar nicht. Aber da ist ja, da liegt ja noch genug. Ja. Muss ich da dann ja auch. Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, oder? Ja, Wahnsinn. Oh. Ah, weiter schieben. Da hättest du auch weiter schieben können, ruhig. Ist da ein bisschen Verlust drin? Ja, ja. Oh, oh, oh. Da haben wir ein bisschen Verlust jetzt. Aber ist nicht schlimm. Den holen wir mal wieder rein. Da steht nicht noch genug. Und hier liegt ja auch noch was, ne? Hier kann er ja auch noch schieben. Na, das ist maximaler Gewinn, ne? Sieht aus wie so ein Erdwurm, ne? Der da so angeraucht kommt. Eine Raupe. Wer sich da durch den Berg frisst. Mann. Und jetzt kommt 100%. Zieh, zieh. Ja! Gut gemacht, Junge. Gut gemacht. Super. Super, Herr Köhler. Sehr schön. Gute Maschine. Ja, super so. Arbeit. Ja, warte mal, der LKW muss auch weg hier. Achso, der muss auch. Komplett runter. Na dann. Kommen Sie rein hier. Achso, ja, warte. Katsching! Ja, noch ist nichts schien. Ich da. So. Was ist denn jetzt los? Oberboden abtragen. Naja, ist aber wieder für den Winch. Ja. Oder soll ich das mal machen, Herr Finn? Ja. Machen Sie am besten von innen nach außen, oder? Warte, ich fahre noch ein Stück vor. Jo. Was soll das werden? Ach so, jetzt weiß ich, wie das wird. Schieben Sie am besten von innen nach außen. Von innen nach außen? Ja, würde ich sagen. Oder machen Sie seitlich so weg. Von innen nach außen. Ach Moment, warte mal, hatten wir das? Nee, war doch richtig so. Wir haben das doch weggeschoben, oder Herr Hobbs? Haben wir weggezogen. Oh, das ist eine gute Frage. Also es muss ja hier zur Seite. Das muss ja hier zur Seite geschoben werden. Den Oberboden abtragen, aber einfach mal machen. Dann sehen wir das ja. Das funktioniert ja. 2, 3, funktioniert ja. Jetzt schon 10% weg. Ja, aber war das nicht nach hinten hin wegziehen so? Ja, haben wir doch vorhin auch nicht gemacht, oder? Haben wir da auch was abgetragen? Machen Sie mal das Schild gerade. Ja gut, wir gucken mal. Da hast du schon 17% weg. Ja. Also ja, wichtig ist, dass die gelben Linien weg sind. So wie das aussieht. Ja, denke ich mal. Ja, ja, ist schon richtig. Die gelben Linien müssen auf jeden Fall glücklich zu sehen sein. Ja. Okay. Jawohl, 31%. So Leute, und wir melden uns wieder, wenn wir in den letzten Zügen sind. Jawohl, bis gleich. Tschüss.